Moin moin liebe Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde hier, Alice 19, nordfriesische Marsch, natürlich 1.9 am Pfingst, Montag, ja. Schönen Nachmittag wünsche ich euch, schönen Pfingst, Montag, Nachmittag, schönen Feiertag. Zumindest für diejenigen, die dann heute Feiertag, freien Tag haben, denn das trifft ja auch nicht für jeden zu. Aber für einen Großteil. So, was kann ich sagen? Vielen, vielen Dank für die Kommentare am Wochenende. Mal doch wieder ein bisschen was gelernt. Thema Horseplay, Thema Auto Drive. Also, wie natürlich eingangs in der Ernte schon erwähnt, bei mir muss nicht alles perfekt laufen. Will ich auch gar nicht und will es auch gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich beides mal geupdatet. Ich habe Auto Drive jetzt hier auf 1.1.05.1.1.0.5 RC3. Und Courseplay läuft jetzt auf 0.2.3x025. Also dann schon wieder einige Versionen zwischen. Dementsprechend hat sich da ein bisschen was geändert. Beim Drescher habe ich natürlich beim Abfahrer scheinbar vergebens gesucht in den ganzen Einstellungen. Hier während der während dem Abladen anhalten. So einfach ist das. Jetzt fährt er im Zweifel dann auch weiter und bunkert während der Fahrt ab. Jo, was machen wir heute? Also auf jeden Fall das Rapsfeld hier fertig ernten, das sollten wir wohl schaffen. Die Ballenpresse mit Stroh sollten wir schaffen. Dann habe ich mir jetzt überlegt, wir kaufen das Feld erstmal noch nicht. Heißt nicht, dass wir es gar nicht kaufen diese Saison, aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal die vorhandenen Felder zu ernten. Und wenn wir dann nachher merken, auch jetzt haben wir Langeweile und da sind noch erntereife Felder, die wir kaufen können, dann gönnen wir uns die. So würde ich das mal angehen. Schön über den Haufen gefahren hier. Das waren so die Züge vom letzten Mal hier. Der eine Drescher kann auch schon fast aufs nächste Feld übergehen dann. Ne? Also das, da haben wir ein bisschen Umzug heute vor uns und dann können wir ab morgen wieder ordentlich loslegen. Aber aufs nächste Rapsfeld. Bin schon krass dreckig von einem Feld, ne? Ein bisschen übertrieben. Anderthalb Stunden gearbeitet, so sieht man aus. So. Gut, Schneidwerk einmal ausklappen. Und das eine war, ja genau, war dann auch, vielen, vielen Dank nochmal dafür die Info, das war dann später ja auch aufgefallen, wie ihr vielleicht gesehen habt, in den Folgen gestern, dass der Drescher immer so zurückgefahren ist, war wegen der Fruchtumfahrung, ne? Da auch nochmal vielen Dank für die Info auf jeden Fall. So, der ist fertig. Dann können wir den anderen erst nochmal losschicken. Also sonst schaffen wir das Rapsfeld heute ja gar nicht. Ups, halt zweimal hin und zurück muss er dann ja doch noch fahren. Ups. So, fährt weiter, das passt. Dann nehmen wir ihn als Abfahrer. Oh ne, der muss eigentlich zwischenfahren. 16. Ich glaube, er sucht sich jetzt erstmal die Kante und überlegt dann, was er macht. Ja, den Obstdrescher können wir gleich umziehen. Dann würde ich nämlich jetzt erstmal mit der Drescherflotte, die auf 43 noch steht, die fährt dann auf 47 und kann da weiter im Weizen arbeiten. So, Feld 47. Und wo ist der John Deere? Da hinten steht der John Deere. Der steht auch schon abfahrbereit. Presse steht hier auch schon. Überladewagen ist hier noch. Nicht so schlimm. Aber auf, wie gesagt, ich kann das Rohr bewegen, das hatten wir auch gesehen, aber ich kann es nicht so weit bewegen, wie ich das gerne hätte. Für dem jetzt auch Hofmitte, Überladewagen soll man so. Wir bunkern direkt mit Mähdrescher. Und
speichern. Nehmen wir vielleicht doch eher den naheliegendsten. Ach, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Da müssen wir einmal dran vorbeiziehen, weil ansonsten haben wir jetzt immer genau direkt auf der Bahn vor uns Stroh liegen. Der fährt das natürlich einfach zur Seite, aber da können wir den auch einmal schnell überholen. Also heute ist Umzugsfolge, ne? Drescher wieder auf neue Felder bringen. So, dann aber auch noch der Hopfenheini. Den haben wir doch auch noch. Den können wir auch erstmal leer machen. Das lief ganz gut bisher, die Ernte hier. Da haben wir schon ein paar Meter geschafft. Brauerei dürfte gut was zu tun haben. Warten. Achse 59. Mal einen Weg berechnen können zum Drescher. Warum nicht? Da geht's, ne? Kann noch ein paar Meters machen, ja. So. Ach, das gleiche Thema wieder wie beim letzten Mal. Der steht ja auch noch da. Dann mal los mit euch beiden hier. Und doch, der fährt doch. Auf dem Weg. Aber den schon mal zu Feld 52 schicken. Oh, der erste ist da, das passt doch. Und der nächste folgt wahrscheinlich gleich dann um die Ecke. So, nächstes Feld 47 haben wir das noch nicht, ne? Ich meine, das ist auch das erste Jahr bei uns drin. Spritzen haben wir, aber Dreschen haben wir es noch nicht. Müssen wir mal kurz generieren. So, 47. Vollwende. Der 3. Das passt alles schon ein bisschen weniger. 30 cm weniger, das passt. Das muss man eigentlich nicht unbedingt anecken. Sieht gut aus. So, soll man da auch noch sagen, während des Abladens anhalten deaktiviert. Aber Frustumfahrung müsste ich beim Abfahren, glaube ich, einstellen, ne? Sinnigerweise. Dass der Mähdrescher für ihn keine Bucht. Ich meine, hier ist ja nicht so schlimm. Er kann ja auch hinten am Deich, müssen wir sogar, glaube ich, eine Bucht haben. Ansonsten kommen wir da gar nicht zurecht.
Und sagen, hängen die, haben sie sich irgendwo aufgehangen oder ist einfach nur ein bisschen. Okay, hat sich hier am anderen Fahrzeug aufgehangen. Die ausgeklappte Leiter ist schuld. Aber das läuft doch trotzdem hier. Ne? Nächstes Weizenfeld. Wir müssen nochmal die Abfahrer finden. Ich glaube, den einen hatten wir zum Hof geschickt. Ne? Und der andere ist vielleicht noch bei der Mehlfabrik. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte doch den Überladewagen mitnehmen können. Aber nicht. Haben wir Pech. So. Ich suche jetzt erstmal einen Abfahrer. Das hat sonst eh keine. Den einen hatten wir direkt hier hingeschickt. Den haben wir gar nicht mehr weggefahren letztes Mal. Naja, machen wir bald, weil wir bald Ballen sammeln. Da steht noch, das wollten wir ins Zentrallager fahren, glaube ich. Ne? Und dann hatten wir hier hingefahren. Geht er nicht mehr, muss ja zum Hofmittel gefahren sein, ne? So, dann fahren wir jetzt eigentlich damit in die Brauerei, ne? Also erstmal fahren wir Wäsche abfahren. Feld 47. Wir brauchen ja auch viel für die Brauerei, wir können nicht alles da reinhämmern. Feld 47. Und das Ganze in die Produktion. Brauerei befüllen. Gut, aber uns fehlt. Warum macht der nicht weiter? Gut, haben wir uns das? Eigentlich nicht. Ich glaube, der Punkt ist einfach ein Stück zu weit vorne, ne? Aber wir sehen, er hat auf jeden Fall nichts bei einer Referenz nie verkauft, ne? Das ist schon mal gut. Ja, der kommt schon, bei dem brauchen wir uns meistens keine Sorgen machen, das funktioniert relativ gut. Knapp verhakt. Wo haben wir den LKW noch? Da oben, wa? Komme ich in den nicht rein? Da hat sich zumindest eine schöne Lücke gedroschen und wartet jetzt. Jetzt komme ich hier auch rein. Feld 47 Abfahrer bitte. Und auch das Ganze in die Brauerei. Gut, wir müssen aber den John Deere dann noch aus der Feldeinfahrt wegkriegen. Weil der nächste kommt schon. Dass er auch noch ordentlich Weizen drin hat hier, ne? Den konnten wir den auch nicht zumachen vorhin. Dann haben wir gleich Platz.
Da schnappt sich hier die zweite Bahn. Müsste eigentlich klappen, ne? Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Das ist dieses Thema nach dem Motto, manchmal lieber nicht eingreifen, Füße stillhalten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wir werden auch nicht Ballen gepresst. Ich habe auch schon überlegt, ob wir eine Zweierballenpressflotte losschicken sollten. Und das Vorgewende vielleicht auch erst später machen, ne? Mal wesentlich geschicktere Variante eigentlich, das Vorgewende später zu machen. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Dann lass uns diese Geschichte hier nochmal zu Ende machen. Wieder alles ins Kühllager, ne? Was hier jetzt ist. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir das schon wieder nicht mehr zu Ende gemacht hatten. Wir brauchen den jetzt ja gleich zum Strohballen sammeln. Da fahren wir noch schnell ins Lager. Dann machen wir morgen weiter. Sieht auch schon so erntereif aus hier, ne? Aber ist noch nicht ganz erntereif. Da ist der die Wachstumszeit ja ein bisschen langsamer. Dürfte ja aber am nächsten Tag erntereif sein. Und das ist nämlich dann eigentlich alles, was wir für die Mehlproduktion auch nutzen wollten. Das ganze Mischgetreide. Ein bisschen für die Hühner auch vielleicht dann endlich mal. Das hat auch gleich nochmal, ob wir das Rapsfeld fertig gekriegt haben, ne? So, ob die sich da blockieren auf irgendeiner Ecke. Könnte schon wieder, naja, müsste aber gerade so klappen eigentlich. So weit gekommen, der Abfahrer kommt, da hat ein fetter LKW, frischer Fahren noch, also das ist so, sieht gut aus, so wie soll eigentlich. Und da klappt auch alles, dann kann der danach zu Feld 43 fahren. Da ist ein bisschen ruckelig wieder, ne, bei der Menge und Abfahren und Rufen hier und da. Hier natürlich relativ viel aktuell mit Autodrive und Crossplay. Bei der Brauerei gerade oder? Oder sich wir irgendwo hier oben festgefahren, was wir auch schon mal hatten. Und Brauerei befüllen, wo wir denn hier längs? Und wirst du denn beim Bäcker? Aber irgendwie habe ich die Abfahrt nicht richtig erwischt. Ja, hier ist gut was los. Der ist auf seinen letzten Metern. Da ist noch ein bisschen Platz. Dann übernehmen wir das für die letzten Meter. Guck mal, haben wir Feld 16 auch jetzt geerntet.
erste große Rapsfeld. Morgen geht es weiter mit dem mit der Vorgewende-Reihe dann drüben auf der 52. Immer wie krass ertragreich das Weizenfeld nebenan ist. Ne? Da müssen wir dann einmal die Drescher umsetzen. Sobald der Rote jetzt gleich die letzte Bahn da geschafft hat, müssen wir dann, also der Case Drescher, müssen wir dem ja auf die dritte Vorgewendebahn setzen, weil sonst fährt er einmal umsonst im Kreis. Ich weiß, man kann immer noch den Versatz einstellen mit zwei Dreschern, einen links, einen rechts. Ich bin aber zufrieden, das passt schon so, und dann setzen wir den anderen in die Mitte an. Ob wir eine zweite Beinpresse mit reinnehmen, das müssen wir noch mal gucken. Und auf jeden Fall muss ich dieses beherzigen, ne? Ein bisschen entspannter zuschauen, nach dem Motto, nicht zu schnell hektisch werden, nach dem Motto, klappt nicht, wir sehen ja, das klappt. Ein bisschen ruckliger denn die ganze Geschichte bei der Menge an Abfahrern, aber es klappt trotzdem ganz gut. Sehen wir auch da hinten, was da jetzt passiert sozusagen, alles voll automatisiert. Dann Peilung auf. Der John Deere Drescher hat natürlich jetzt ein bisschen aufgeholt. Folgt jetzt auch noch unauffällig, hätte er gar nicht mehr müssen. So, abfahren lassen, den Kurs hier löschen. Hinzu dazu fällt 52. Aber erst morgen, die Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und hoffe ich dir wieder, das hat sich schon mal ein bisschen gebessert hier mit der Ernte. Wie gesagt, wir müssen gleich ein bisschen gucken, dass der John Deere da. Ist eigentlich generell schnell unterwegs. Der fährt mit 10 km/h hier. Fahren eigentlich beide 10 km/h. Der John Deere kann ja auch gleich durchfahren, wobei da fehlt uns wahrscheinlich gleich schon Abfahrer. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen dann morgen weiter. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.